für Tutorials und sowas ist es nicht schlecht, wenn man einen recht hohen Rank hat, weil sonst vertraut dir niemand. Die Leute sagen... Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur neuesten Matchmaking-Folge hier auf meinem zweiten Account. Was? Algorand. Ich muss meinen zweiten Account endlich etwas leveln und mit Level meine ich eben tatsächlich dieses Level in Counter-Strike selbst, damit ich endlich Prime werde. In den vier Games, die wir spielen, kann ich bis jetzt immer nur Non-Prime machen und das ist ein bisschen blöd, weil da kriegen wir ab und an natürlich fett die Fresse poliert, weil möglicherweise auch mal was an Legitititis dabei ist. Und das ist jetzt meine Quest. Down-Ramp. Das zu erledigen. Und ich habe fantastische Neuigkeiten für euch. Die Twitch-Partnerschaft ist endlich da. Man kann mich subscriben, ich kann Emotes machen und was weiß ich alles. Oh, ne Diegel. Oh. Ich habe ja vor kurzem die Twitch-Junior-Partnerschaft erhalten. Es hieß, dass diese Junior-Partnerschaft Stück für Stück aufgestockt wird. Also unter anderem auch, dass man eben subscribed werden kann und so weiter und so fort. Shit, unter mir ist einer. Ich denke, ihr freut euch sehr, weil ihr habt ständig gefragt, wann ich denn jetzt endlich Subscriber bin. Und ich habe gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung und Twitch war wirklich so chillig, sag ich mal, und hat das einfach zugeschaltet, ohne irgendwas zu sagen. Ich habe es wie immer zuerst von euch erfahren, über Twitter. Ihr habt geschrieben, hey, herzlichen Glückwunsch zu deiner Twitch-Partnerschaft. Und ich, hä? Twitch-Partnerschaft? Ihr verarscht mich doch gerade. Der nächste, ja, geil, Mann, dich kann man subscriben. Und ich denke, mir was? Hä? Warum weiß ich davon überhaupt gar nichts? Dann habe ich ein paar Kollegen gefragt, hey, yo, kann man mich echt subscriben? Könnt ihr mal kurz gucken? Und die so, ja, ja, das geht. Und ich so, what, Labernet? Ich habe mich natürlich gefreut wie ein Schnitzel, also unglaublich, ist es so geil. Ihr habt auch direkt gestern dann beim Livestream, beim ersten Subscriber-Livestream praktisch, wo man das machen kann, habt ihr sofort zu 10 rein subscribed. Das war einfach der verschissene Hammer. Dabei wusste ja noch gar nicht so viele, dass es überhaupt möglich ist. Wir waren gestern auch sehr, sehr wenige im Livestream. Viele sind einfach unterwegs, viele sind im Urlaub und so weiter und so fort. Deswegen war es umso geiler, dass ihr einfach so krass die Unterstützung raushängen lasst und einfach die Subscribes da reingehauen habt und dann noch gespendet ohne Ende. Leute, Dankeschön. Vielen Dank dafür. Ramp at least 2. Alter, woo! Raps coming. Diese Neuerung bzw. diese Änderung der Umstände hat aber auch einen kleinen Nachteil. Und zwar kann man oder soll man nicht mehr woanders streamen, wenn man Twitch-Partner ist. Sobald man voller Twitch-Partner ist, also subscribed werden kann, bezahlt man ja als Zuschauer praktisch bei Twitch und auch den Livestreamer so ein bisschen dafür, dass man diverse Sonderrechte hat. Das kostet ja $5 im Monat, davon geht $2,50 an mich und $2,50 an Twitch. Und natürlich ist es dann Schwachsinn, wenn man dann diesen Content, der auf Twitch praktisch zu kaufen ist oder zu abonnieren ist, einfach dann kostenlos wo überall woanders anbietet. Das will Twitch natürlich nicht sehen. Das war mir auch von vornherein klar, deswegen gab es auch gestern dann schon keinen YouTube-Livestream mehr, sondern nur noch Twitch-Livestream, weil ich natürlich nicht gegen die Richtlinien verstoßen möchte, auf keinen Fall. Und jetzt, da wo ich eben komplett freigeschaltet bin, kann ich das nicht mehr machen. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm für euch, denn der Stream ist ja auf Twitch einsehbar. Für die Leute, die auf YouTube geschaut haben, ihr könnt das ja jetzt dann halt einfach auf Twitch schauen. Auf YouTube waren eh nie so viele da, wobei ich natürlich nie aus diesem Grund mit YouTube-Streams aufgehört hätte, weil nicht genug zuschauen. What? Ha! Call me! Oh mein Gott, die denken bestimmt, ich bin Cheater. Scheiß die Wand an. Fuck! Lass mal das Quickie, half HP. Er macht mit dem Taser bitte nicht, nein! Nice. Es ist einfach nice, dass es so locker reinkam. Vor allem dieser Fakt, dass ich das nicht gemerkt habe, war schon irgendwie schön, weil das war eine riesige Überraschung dadurch. Das ist einfach auch wieder ein Zeichen des Wachstums für mich, für den Twitch-Kanal, für YouTube, für alles. Es zeigt mir einfach, dass ich in die richtige Richtung arbeite und dass das, was ich mache, tatsächlich auch gut ankommt. Und das ist halt einfach schön. Ich habe mein Overlay deswegen jetzt auch schon geändert. Ich habe auch eingestellt, dass es nicht mehr doppelt angezeigt wird. Weil ich ja gar nicht subscribed werden konnte, habe ich mich um diese Option nicht gekümmert. Das heißt, TypeStream und Streamlabs, das sind Applikationen, die ich benutze, damit die Sachen im Stream angezeigt werden. Die waren beide bei Subscriber online gestellt. Und als ihr dann gestern rein subscribed habt, haben halt beide Programme das gemerkt. Und oh, Subscriber. Das eine hat, oh, fuck. Das eine hat geklatscht. One Ramp. Und das andere hat so, ich weiß nicht, was das für einen Sound gemacht hat. Es ist wieder eine neue Stufe und man fühlt sich dann ganz, ganz frisch in der ganzen Sache. Und one is outside, he's sitting with up. Ist einfach nice. So, jetzt aber genug dahin geschmolzen, nicht wahr? Meine Aufgabe ist es hier mein zweiter Account. Ich weiß, ich soll nicht Smurf sagen, vor allem, weil Smurfs ja eigentlich nicht erlaubt sind. Es ist halt einfach mein zweiter Account. Als YouTuber ist es natürlich immer wichtig, einen zweiten Account zu haben, damit man einen hat, wo die Zuschauer drauf sind und einen, auf dem man praktisch alleine spielt und so. Oh Leute, gestern, die Leute waren richtig fucking pissed, ne? Ich habe gestern auch mit meinem zweiten Account gespielt für die Fewer Games, ne? Weil ich möchte, dass einfach jeder mitspielen kann. Das ist der absolute Hauptgrund für den zweiten Account. Und auf meinem Main ist der Rank so mittelmäßig wichtig. Für Tutorials und sowas ist es nicht schlecht, wenn man einen recht hohen Rank hat, weil sonst vertraut dir niemand. Die Leute sagen...
sonst vertraut dir niemand, ne? Die sagen sich dann, ja gut, Silber 1, zeig mir Tutorials, der wird nichts wissen. Natürlich wissen sie nicht, dass ich Counter-Strike schon seit 2000 oder sowas spiele, also seit 17 Jahren. Man kann das aus dem Rank heraus nicht erkennen. Beziehungsweise man glaubt natürlich, dass jemand, der einen schlechten Rank hat, auch noch nicht so lange spielt oder schlecht ist. Dabei hat der Rank ja nichts mit dem Gesamtskill zu tun, sondern hauptsächlich mit der Zeit, die man eben spielt. Also wie viel Zeit habe ich? Wenn ich viel Zeit habe, habe ich einen guten Rank. Wenn ich wenig Zeit habe, ist mein Rank nicht so gut. Ganz einfach. Und da ist es dann schon legitimer, wenn auch der Rank passt. Also ich denke, es ist für alle verständlich. Gerade im gestrigen Tutorial hat jemand geschrieben, gutes Tutorial und so weiter. Dein Rank ist zwar noch nicht so hoch, aber trotzdem gutes Tutorial. Und da musste ich schmunzeln, weil, wie gesagt, er weiß es nicht. Ich habe ihn auch direkt aufgeklärt, dass ich schon extrem lang Counter-Strike spiele, also Movement und taktiktechnisch eigentlich so gut wie alles auf dem Kasten habe, aber es halt nicht mehr wirklich nutze, weil ich selbst zu wenig spiele und mich mittlerweile eher wie ein Trainer fühle, wie ein Fußballtrainer, die früher richtig krass Fußball gespielt haben und dann aufgehört haben und jetzt Leute trainieren. Die können zwar immer noch einige Tricks, aber so krass wie früher, da kommen sie natürlich nicht mehr ran. Alleine schon auch wegen dem Alter und sowas. Und ich fühle mich so wie so ein alter Sacktrainer. Ich habe diverse Sachen noch gut drauf, aber mir fehlt dieses tägliche Spiel, das Training an sich. Ich kann das nicht mehr machen. Also ich habe die Zeit dafür nicht. Und deswegen wird man halt einfach vom Aiming zum Beispiel sehr schlecht, weil man ja total einstaubt. Aber das Ganze ist ja nicht so tragisch. Ich mache ja YouTube und Twitch und da mache ich ja hauptsächlich CSGO. Das heißt, da bin ich natürlich schon ordentlich am Start. Aber nicht mehr so wie früher. Früher habe ich 3, 4, 5 Stunden, 6 Stunden. Ich habe nur Counter-Strike gespielt, die ganze Zeit. Ich habe meinen Clan gehabt. Wir haben mit der ESL gespielt. Wir haben einfach alles Mögliche gemacht. Wir haben Taktiktraining gehabt. Wir haben Smoke-Training gehabt. Aim-Training. Wir haben Maps in- und auswendig gelernt. Wir haben das Spiel einfach gelebt, so wie man das auch in jungen Jahren macht. Think Grand Rush. Yes. Und deswegen, und jetzt haben wir eine sehr große Kurve gedreht, level ich diesen zweiten Account hoch, damit ich geprimed bin. Ich habe das Handy schon längst verbunden und sowas, aber ich brauche erst Level 21 und ich bin im Moment auf Level 12 oder so. Damit der Prime funktioniert. Wow! Damit Prime funktioniert. Was ich noch anfügen wollte gestern, die Leute, Livestream und so, au. Wir haben auf meinem zweiten Account gespielt und wir haben sie ziemlich in den Boden gestampft. Und die Leute kamen dann in den Livestream danach und haben sich beschwert, ne, weil ich ja praktisch gesmurft habe. Wenn du einen Smurf hast oder einen Smurf erstellst, hast du ja die Intention, dass du mit deinem hohen Rank auf einem niedrigen Rank spielen möchtest, um die Leute zu klatschen. Und diese Intention war bei mir natürlich nicht da. Ich wollte einen zweiten Account machen, um einen zweiten Account zu haben, der dann möglichst, so wie bei Forti, auf dem gleichen Rank ist. Ich wurde damals, als ich mit CSGO angefangen habe, direkt auf Doppel-AK eingerankt. Nach wenigen Stunden. Nach diesen 10 Spielen war ich eingerankt. Wie lange braucht man dafür? 30 Stunden? 40 Stunden? Ich weiß es nicht. Und das sehen viele als Smurf an, weil mein Account noch so jung ist und trotzdem schon Doppel-AK war. Habe ich damals schon oft sowas zu hören bekommen wie, scheiß Smurfer. Obwohl das mein einziger Account war, mein erster. Und gestern im Livestream war das ähnlich. Wir haben ziemlich reingerissen und sie kamen danach in den Stream und haben sich beschwert und dass man sowas nicht macht. War noch ein bisschen ausfallend, ich habe es natürlich dann direkt gebannt. Aber sie haben in der Hinsicht, ich kann sie verstehen, warum sie das schreiben, aber sie sind einfach nicht im Recht. Ich habe diesen zweiten Account geholt und gespielt und eingerankt und ich war einfach nicht mehr so gut wie früher. Und dieser zweite Account ist jetzt halt einfach auf Gold Nova 2. Als ich diesen Smurf eingerankt habe, habe ich extrem selten gespielt und habe ihn halt dann, vor allem mit euch zusammen in Fewer Games, wo wir auch sehr oft mit großen Skillunterschieden gespielt haben, da haben wir sehr oft verloren und so habe ich das Teil eingerankt und jetzt ist er eben auf diesem Rank. Ich würde meinen Rank, wenn ich mich wirklich konzentriere, schon auf DMG einsortieren und das ist natürlich schon um einiges höher als der hier. Aber ich kann jetzt auch nichts anderes machen, als ihn halt einfach jetzt hoch zu leveln und hoch zu ranken. Was soll ich machen? Soll ich ihn jetzt verkaufen und mir einen neuen zweiten Account kaufen und gucken, dass ich den möglichst hoch einrank? Also, wie? Ich will damit praktisch vor allem euch klar machen, dass ich hier wirklich nicht gewillt bin oder gewillt war, einen Smurf zu erstellen. Ich kann ihn jetzt halt nur noch hochranken. A-Plant. Das ist mein. Ich spiele übrigens gerade komplett mit Kindern, die alle gut drauf sind. Es gefällt mir gerade richtig gut, die callen schön. Gut, wir gewinnen auch. Ich weiß, denkt immer an die goldene Regel, die Leute zeigen erst ihr inneres Arschloch, wenn man verliert. Dann merkt man, ob jemand wirklich cool ist oder nicht. Gewinnen kann jeder mit guter Laune. Bump down, Ram. Okay, jetzt meiß ich hier mal eine kleine Smoke hin. So, habt ihr die gesehen? Habt ihr euch die gerade mal gemerkt, Kinders? Gut, gut. Hier kommt jetzt eh gleich einer. Pass auf, Kobe. Oh mein Gott, wenn ich jetzt einen kill. Zum Glück nicht. Die hat mich sofort als Penis-Cheater des Jahrtausends beschimpft. Shit! Habe ich das jetzt zu Ende geführt mit dem zweiten Account? Ja, ne? Also, ich will hier hochleveln und hochranken, damit es nicht mehr so stark smurfig wirkt. Aber bis Doppel-AK kann man eigentlich schwer sagen, ob es ein Smurf ist oder nicht, weil man ja tatsächlich so eingerankt werden kann. Ich hatte ganz, ganz wenig Spielstunden und war auf Doppel-AK. Jeder, der von mir dann gepimmelt wurde, hat gemeint, ich hätte gesmurft. Dabei war es einfach mein Hauptaccount und ich war eben einfach gut, weil ich Counter-Strike schon ewig spiele. Da war ich so richtig im Futter, was CSGO angeht. Wall und ich haben die ganze Zeit gezockt. Ich habe mit meinen Mates und Zuschauern die ganze Zeit gespielt. Ah, fuck! Achso, und was ich noch zur Twitch-Partnerschaft ganz kurz hinzufügen wollte, was mich ultra gehypt hat, war, ihr habt ja gestern so hart reingesappt, ich habe damals Twitch angeschrieben und nach der Partnerschaft gebeten oder gefragt, ob ich sie
und ich vielleicht vorzeitig haben kann, und ihnen gesagt, dass ich so eine krasse Community habe, die wirklich abnormal ist. Also tatsächlich hinsichtlich Spendierhosen seid ihr, ich kenne es von keinem anderen YouTuber, so ultra spendabel, was mich angeht. Und ich habe Twitch gesagt, hey, ihr bekommt ja da die Hälfte von der Subscription und sowas. Es ist für euch echt ein guter Deal, wenn ihr mir direkt und sowas, ja? Weil es werden einige Subscriptions reinkommen, ne? Und da verdient ihr ja dann auch direkt was. On the city, it's right side. Nice. Und zack, die Partnerschaft ist da und es kommen sofort 10 Subscriptions rein. Ja, es ist ja für die wie Free Money. Es ist passives Einkommen. Oh shit. Denn sie geben mir die Partnerschaft und müssen dafür, glaube ich, soweit ich weiß, nichts ausgeben oder halten dann einfach Geld. Ja, ne? Und ich habe gesagt, hey Leute, gebt mir doch direkt die Partnerschaft, verstehe ich? Da wären es vielleicht jetzt schon seit einem halben Jahr 20 oder 30 Subscriber. Weil eben wirklich ständig gefragt wird, ob man mich endlich subscriben kann und hey, ich würde dich gerne subscriben, warum kann man dich nicht subscriben und so weiter und so fort. Aber da hat Twitch einfach die Ohren zugemacht. Da haben sie die Ohren zugemacht. Sie wollten es nicht glauben. Und jetzt sehen sie es, verstehe ich? Jetzt sehen sie es. Aber nur ja, zurück zum Thema. Oh, ich brauche endlich mein Vice-Script. Ich habe per Steam neu geladen, habe hier mein Vice-Script noch nicht drin. Verschissel. Sobald ich Level 21 habe, greift mein Prime und dann können wir auch wieder viel gemütlicher die Viewer-Games machen, weil wenn man in einer Non-Prime-Lobby spielt, da ist es dann ganz, ganz schnell so, dass man sagt, hey, der eine cheatet vielleicht. Und dann geht natürlich der Spielspaß auch sofort flöten. Das ist dann blöd. So, komm schon. Ah, Special Case, mofo. Wenn ihr auf YouTube die ganze Zeit die Livestreams geschaut habt, kommt auf Twitch, da laufen sie auch ganz normal jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Ihr seht es auf YouTube trotzdem noch, denn sobald ihr ein Video ungefähr um diese Uhrzeit schaut, steht unten links irgendwie, ich bin gerade live auf Twitch und ihr könnt da sofort draufklicken und draufkommen auf meinen Twitch-Livestream. Also das ist verlinkt mit YouTube. Ich werde natürlich schauen, dass ich für die Abonnenten in Zukunft jetzt auch was einrichte. Es wird dann also ab und an Subgames geben, wo dann praktisch nur Abonnenten mitspielen können. Die Subscriber bekommen mehr Bubble-Dollar vom Bot zugeteilt pro Minute. Ich schaue dann einfach, was ich noch so an Vergünstigungen für Subscriber hinzufügen kann, damit ihr da auch was zurückbekommt. Eine Frage zum Schluss habe ich jetzt noch an euch. Und zwar, wie seht ihr das mit diesem Smurf? Jetzt speziell auf mich bezogen, auf meinen zweiten Account. Smurfe ich hier oder ist meine Erklärung, meine Rechtfertigung für das, was ich hier im Moment mache, in Ordnung? Wie seht ihr das? Was sagt ihr dazu? Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, könnt ihr mich es natürlich auch wissen lassen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.